So, hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Folge, Schrägstrich Aufnahme von Let's Play Project Zomboid. Es ist 1:50 Uhr in der Nacht und ich bin aufgewacht und scheinbar putzmunter. Wundert mich ein bisschen, weil ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass wir noch nicht so munter sind und bis um 8 durchschlafen, aber wahrscheinlich bin ich zu früh ins Bett gegangen. Ist nicht schlimm. Wir haben genug in der Basis zu tun, als dass ich hier noch rummurkeln kann. Zum Beispiel das Erdgeschoss ein bisschen ausbauen und sichern. Zum Beispiel gerne hier ein paar Türen. Aber dafür hätte ich mal ein paar Scharniere. Ja gut, hier liegen ja noch welche rum. Ne? Gib mal her. Ich wollte gerade sagen, die hätte ich mir von oben mitnehmen sollen, aber brauche ich gar nicht. Hier unten liegt genug von dem Zeug herum, mit dem man arbeiten kann, wenn ich es denn zusammengetragen bekomme. Wie zum Beispiel, oh, komm. Perfekt, das sollte reichen. So. Dann bauen wir jetzt nämlich hier mal ein paar Türen. Ne? Muss ich noch ein paar Bretter sägen. Dünne Bretter sägen, oder wie sagt man? Dünne Bretter bohren. Ja, eigentlich der Fachbegriff. So, Tür. Ich baue eine ganz normale Holztür. Es kann ruhig ein bisschen aussehen wie Survivor Base. Also ich könnte jetzt hier auch Edeltüren reinbauen, aber mag ich gerade nicht. Warum auch? Spielt auch keine Rolle. Ja. Und hier wird einfach verrammelt. Und vorher mache ich aber, glaube, das Glas weg. Ja. Genau. Mach einfach Holz ran. Ja. Überleg sogar, ob ich die Türen verbarrikadiere. Dann kommen wir von hier außen nicht mehr da rein, aber ich glaube, das spielt sowieso nicht mehr so die Rolle. Also, weil wir haben ja eine doppelte Schicht an Sicherheit, sag ich mal, und die Gefahr, dass eine große Menge Zombies hier reinkommt, ist verschwinden gering geworden. Wenn wir nicht mit der Konsole rumspielen, wird das nicht passieren. Dazu müsste schon der Helikopter total eskalieren. Und das sehe ich einfach nicht. Das wird jetzt chillig bleiben. Jetzt hier das Erdgeschoss ein bisschen sicher gemacht. Ja. Waren hier nicht mal Bretter dran? Ich hätte schwören können. Ja. Ja. Warum geht er nicht? Jetzt Rechtsklick ging gerade nicht. So. Alles zugemacht. Ja, falsche. Was wurde ich das Problem? Die Nägel sind alle. Liegt hier das Rezept. So. Darf ich jetzt ja? Ja. Ja. Na komm. Rechtsklick. Jetzt. Ich will wissen, was da manchmal mit dem Spiel abgeht. Ist dazu gesagt, ja, der macht zwar einen Rechtsklick, aber ich zeig mir das Menü nicht, weil ich bin verwirrt. So. Dann schauen wir mal. Ich würde sagen, wir zerstören mal noch ein paar Wände und so. Zack. Ein paar Stühle brauchen wir auch nicht. Glasscherben zerlegt. Ist egal. So. Ach, guck mal, hier drin hätten wir auch Metallbearbeitung leveln können. An den Stühlen. Das mache ich in Zukunft noch. Die laufen ja nicht weg. So. Sag mal, warum dauert denn das jetzt hier so lange? Jetzt aber, ja, zerstöre. Zerstöre. Ich bin der Terminator.
Oder der Verminator. So. Nicht das zu stören und das Schildchen bleibt dann. Ist jetzt eine Unisex-Toilette hier drin. So, überall mal das Licht einschalten. Hier ist noch so viel wegzureißen. Eieiei. Ja komm, dann machen wir jetzt mal ein bisschen Abbauen Action noch. So. Zack. Die Tür müsste ich eigentlich auch abbauen können, oder? Ich hätte schwören können. Mist. Muss doch gehen. Ja, geht doch. Wenn es nicht wieder rumbackt, geht das. Wenn es nicht wieder rumbackt. Das ist immer der Punkt. Muss die alle öffnen. So. Und dann demontieren. Komm. Ich will die deswegen demontieren, damit ich die Scharniere und sowas nicht irgendwie vergeude, sag ich mal. Also das craftet sich ätzend, das Zeug. Ich glaube, ich kann es craften. Aber so kriege ich es halt gratis und krieg noch ein paar Tischlerei-Skills dazu. Also. Das, oh. Oh. Was kriege ich denn da raus? Alles zerlegen hier. Cool. Oh, jetzt brauche ich Lötkolben. Ja. Ich muss sogar die Urinale zerlegen. Sehr gut. Das muss ich dann mit dem Vorschlaghammer machen, wie es ausschaut. Ist auch witzig, die Frauentoiletten sind rosa und die Männertoiletten haben sie blau gemacht. Es ist zwar heute umstritten, ob man das machen sollte, aber. Ach ja, meine Güte. Ist ja nur ein Computerspiel und eigentlich ist es ein lustiges Detail. Außerdem spielt es ja in 1993, da waren wir noch nicht so weit. Fuck. Ah, bleib mal mit dem Vorschlaghammer bitte in der Hand. So. Und jetzt zerstören. Dann geht es ein bisschen schneller, wenn er den in der Hand behält, ne? Das ist die Idee. Ja. Also, falls ihr euch wundert, ich beschleunige mal ganz kurz mit F5, ne? Ja. Ach, damit wir hier nicht ewig brauchen. Dauert so schon lange genug. Die muss ja überall noch Fußboden rein und so, also. Ball ist nicht so leicht. Interessant. Ein Trinkautomat im Weg. Die Spinte. Kann ich die wiederverwenden oder zerlege ich die? Fragen über Fragen. Jetzt erstmal stehen lassen. Auch wenn ich noch keine konkrete Idee damit habe. Ja, das noch weg. Hier ist noch ein Stück Wand. Uiuiui. Eine Menge Arbeit hier. Es ist schön, das Stück Wand. Da habe ich hier einen Lichtschalter und hier einen Lichtschalter. Ja, den hier oben scheine ich. Also den für die Waffenkammer, die eben mal, den scheine ich irgendwo mit weggerissen zu haben, leider. Der ist ein bisschen doof gelaufen. Könnte man jetzt überlegen, ob man hier einfach so eine Lampe nimmt. Die scheint schon außer Reichweite von allen zu sein. Dann hier noch so ein schnurloses Telefon, mit Schnur. Münztelefon meine ich. So. Zerlegen wir noch ein bisschen.
Der Vollständigkeit halber. Ach, guck mal, da habe ich wieder einen Lichtschalterwand zerlegt, aber zum Glück ist der Lichtschalter ganz geblieben. Ja. Alles raus. Meine Güte, sind das kleine Zellen. Ist halt eine Polizeiwache. Da sollen die Leute sowieso nicht so lange inhaftiert bleiben, üblicherweise. Ausnüchterungszelle. So, ich wollte ja eigentlich auch ein bisschen das Dosenfraß alle machen. Machen wir direkt mal. Alles. Zack. Und essen. Ein wenig langweilt. Das ist klar, weil wir die ganze Zeit nur drinnen rumhängen und Wände einreißen. So. An sich, ja, ich bin fast zufrieden, würde ich sagen. Die beiden Wände hier weg. Aber wir haben unten so viel Platz eigentlich, ne? Jetzt mal überlegen, ob ich hier noch ein bisschen rausreiße. Es ist fast sogar zu viel Platz, möchte man sagen. Weil ich weiß noch gar nicht konkret, was ich damit anfangen werde. Ah, sehen wir dann. Sehen wir dann gleich. Gleich ist gut. Also, werde jetzt hier nicht die ganze Folge irgendwie Wände einreißen, keine Sorge. Nur die halbe. Der Rest der Folge machen wir Stühle weg. Nee. Oh, der Vorschlag kam man im Buch Schaden davon. Wusste ich gar nicht. Ja, nee, ich will nur ein bisschen vorankommen hier. Ja. Ist schon wieder müde. Ist mit 12. Ja, wenn ich mich jetzt hinpacke, dann ist es wieder dunkel. Oh. Das ist ein Teufelskreis hier. Habe ich irgendeinen Skill, der das irgendwie so nervig macht? Schlafmütze oder sowas? Nö. Keine Ahnung, was hier los ist. Gut, ich lasse den Vorschlag haben wir jetzt mal kurz hier unten. So, und dann werde ich jetzt mal versuchen, mir oben einfach mal einen Kaffee zu kochen. So, Wurf. Ich hätte die Leiter drinnen nehmen können. Na, ist egal. Wir nehmen die Leiter draußen. Ich weiß gar nicht, ob diese Stahlleiter noch von Zombies zerstört werden können. Aber ich vermute mal schon, weil das Objekte sind, die ich platziert habe. Und üblicherweise können die Spieler platzierte Objekte kaputt machen. Auch wenn sie aus Stahl zu sein scheinen. So, einen Kaffee wollte ich mir machen, ne? Wie ging das? Musste ich. Habe ich überhaupt eine Kaffeemaschine? Oh, Leute, ich habe keine Kaffeemaschine. Ja, sorry, also, das geht halt gar nicht. Dann müssen wir noch zu den Pillen greifen. Kann ich mich nicht. Hau mal rein. Ja, weiß ich schon, was ich die Folge mache. Und zwar Kaffeemaschine und eine Teetasse holen. Konkreter Plan. 50 Kilo Zeug bei. Okay. Und den Garten. Aber erstmal Kaffee. Ich denke nicht auch immer Kaffee trinken, oder? Kaffee, 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 Kaffee. ich bin jetzt auch ein bisschen am Durchdrehen. Das war auch gerade wieder schön. Was ist jetzt gerade passiert? Der sollte diese Kantine da unten ran machen und sie ist weg. Ist einfach verschwunden. Weggebackt. Ja, nice. Vielen Dank. Toll. Egal. Ist auch schon wieder auf. So, das Audio muss ich auch noch zerlegen und das ist hier im Kofferraum. Auf dem Scheiß. Ein paar Vitamine müssen es. So.
der LKW steht natürlich ganz prädestiniert wieder dafür, dass ich hier beim Reinfahren dagegen rumpel. Oh nee. Wirst du nicht? Hallo? Was ist das bitte? Unfassbar. So. Ja, wir fahren einfach mit offener Tür. Schade, dass es auch kein Shortkey gibt, hier die Tür zu schließen oder so. Man kann nur das Fenster der Tür öffnen, aber ist ja nur ein bisschen albern, wenn die Tür immer offen ist. Ich könnte aber nicht mal rausschießen, so wie es gerade ist, ne? Obwohl es ja durch die offene Tür theoretisch möglich sein müsste. Was mache ich hier eigentlich? Ich wollte eine Kaffeemaschine holen und ich bin mir, ich versuche gerade mal 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Ich brauche noch ein Ladegerät für Autobatterien. So, ich guck mal ein bisschen hier einfach im Zuge der Nachbarschaftsoffensive. Ne? Ist keiner drin? Bist du, hier war doch, das hast, da war doch einer in dem Raum 100 pro, ja der da. Ah nee. Wie? Komm her. Komm alle her. So. Ah, ein paar sind ja noch, ne? Hat eben ein Speer mit einer Machete dran. Cool. Ich plünder, ich kann, ne? Ah, ist ja mehr los, als ich erwartet habe. Die waren schon 100 Mal gewesen. Und haben irgendwie abgeräumt, aber scheinbar nicht oft genug. Oh, 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 Leute. Leute, 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 macht mal langsam. Mit 4 rechnet oder so. Man muss immer mit einem rechnen. Ne? Postbote. Ja, der dort hat einen Säbel in sich stecken. Nur weil man eine Kaffeemaschine holen will. Alter Schwede! Zurück! Bin ich zu weit weg von meinem Auto. Jetzt verteile ich hier die Leichen wieder die halbe Stadt. Nicht so der Sache. Wie viel sind es denn noch? Da unten noch ein paar, okay. Habe ich irgendwas, was ein bisschen effektiver ist? Ist das Crowbar? Nee, das hat nicht geklappt. Ja, ich finde mal ganz ruhig. Das können wir eigentlich öfter mal so machen. Weil die respawnen ja nicht. Das sind ja alles bloß aus irgendwelchen anderen Distrikten hergewanderte. Und da weiß ich schon quasi, dass jeder Zombie, der hier stirbt, irgendwo anders ein Haus sicherer macht. So. Sehr gut. Jetzt gucken wir mal, was du hast. Ein Scrap Sword. Nehme ich mit. Kann ich bestimmt auch selber bauen irgendwann. Wenn mein Metal Working hoch genug ist, aber Puppen. Infektionsmittel nehme ich mal mit. Noch mehr. Uiuiui.
Ist das ja nur. Nicht hupen sollen. Elektronik, ja, nehme ich gerne. Braucht noch einer mit dem Rucksack. Da ist eine CD drin, wow, eine leere CD. Ein Rohling. Genau. So ein Boy drauf kopieren. Mit CD-Brenner an. Okay, beidhändig kopieren. Kopieren, was? Was rede ich? Ausrüsten natürlich. So. Ja, okay, da drüben ist. Ach, kommt jetzt hier, ist egal. Ran. So. Wenn dann richtig. Wenn dann richtig. Ich werde schon wieder übermütig, aber... Last Man Standing. Kommt doch, kommt doch. Bin ich einen um. Oh. Da hat mich die Kill-Animation fast genatzt. Kommt, kommt her. Heil für mich. So. Kommt alle her. Keine Chance. Ich bin auf der Suche nach einer Kaffeemaschine. Und ich werde sie finden. Egal wie viele Zombies kommen. So. Sehr schön. Noch Fragen? Gut, scheint zu passen. Dann schauen wir doch mal, ob ich ein Ladegerät für ohne Batterien finde. Nee, Lack brauche ich nicht. Guck, noch mehr, okay. Bin mir eigentlich auch fast sicher, dass wenn hier ins drin gewesen wäre, ich das mitgenommen hätte. Allerdings ist meinem. Ist dem Vergangenheitslohnung einiges zuzutrauen, zum Beispiel, dass er intakte Autobatterien zurücklässt. Oh, warte mal, ja! Perfekt. Ich habe nichts gesagt, ey. Kann ich das öffnen eigentlich? Cool. Einfach so in der Duffelback. So, was war hier drin? Nice. Ja, mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Huch. Vielleicht nicht da so, aber voll. Gib. Gib, gib. Da ist leer und hier ist noch ein Autoreifen. Typ Schwerlast. Ja, komm mit. Ja.
Okay, zurück zur Base. Kleines Massaker zwischendurch. Bin ganz zufrieden. Wenn hier noch einer rumdämpert oder so, da halte ich aber nicht an. Naja. Hier ist wohl einer zum Beispiel. Komm, scheiß drauf. Euch kriege ich auch noch. Zwei Struggler. Das ist nicht so wild. Bin hier auch gerade falsch. Okay, den darf ich nicht abflippen. Warum nicht? Jetzt? Jo. Wie der Speer da aus dem Fenster guckt. Sehr schön. Das finde ich übrigens am geilsten bei dem Mod, mit den besseren Autos. Dass man quasi die Spielfigur da drin sitzen sieht. Ne? Man sieht so ein bisschen gerade. Aber das feiere ich total. So muss das eigentlich sein. Also, ist ja auch egal, ob das jetzt in die Spielwelt passt oder nicht. Aber es irgendwie ein bisschen nicer. Schade, dass man hier nicht durchs Fenster gucken kann. Aber das wird vielleicht auch noch reingemoddet. So, oder steht so nah an meiner Base, mag ich das nicht. Die machen mir bloß wieder die Türen kaputt. Lass noch einer. Ich frage mich, wo die mal herkommen. Muss ich mal irgendwo den Migration-Tick runterdrehen. Weil spawnen können sie nicht. Das kann es nicht sein. Weiter geht's. Die Tür ist wieder offen geblieben. Weil ich zu schnell W gedrückt habe. So, auf. Ah, ich liebe diesen Mod. Also, das heißt, das ist voll das Eigenlob, ne? Aber ich bin halt Fan davon, dass das mir hier das so viel einfacher macht, diese Türen zu öffnen. So, jetzt haben wir hier langsam ein Problem. Es geht noch, es geht noch. Vorbei. So. Die Autoschrauber. Oh, ich muss mal Sprit nachfüllen, ja bald. So. Tür zu. Tür zu. Die Tränke sind schon alle. Wir müssen einmal das essen. Da ist ein bisschen Wasser drin, oder? Nur Hunger und Unglücklichkeit. Naja, ist egal. So, alles drill. Komm mal weg. Ja. Jetzt können wir scrappen. Ja, jetzt ein Rucksack. Wegen was war ich jetzt? Ach ja, wegen dem Lade. Ich habe die Kaffeemaschine vergessen. Ah! Warum? Egal. So ein Mist. Ey, die ganze Zeit labert da von der Kaffeemaschine und dann vergisst du sie, ne? Nee, kannst keinem erzählen. Egal, jetzt machen wir erstmal hier die Medikamente da wieder rein, so. Und ich hätte gerne ein Draht. Mal ein Kabel, ja. Ja, so. Und jetzt müsste ich diese Autobatterie damit regenerieren können, genau. Repair ist jetzt hier zwar, aber, also wie gesagt, ich werde es mal auf regenerieren umdennen oder so. Und in die deutsche Übersetzungsdatei reinpacken. Ja, guck mal, dann kriegen wir ja 40 Level, weil wir auf Level 5, also 40 Punkte, weil wir gerade auf Level 5 Dings sind. Elektrotechnik. Genau. Und das ist halt mal 8. Machst du das gerade mehrfach? Das ist ja buggy. Warum? Das ist ja richtig buggy. Ei. Ja, weil ich das Kabel zurückkrieg, ne? Also. Ei. Ei, 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 ei. Na, also hier, ich meine, das könnte man ja voll ausnutzen. Das meine ich nicht. Aber.
Ich weise darauf hin, dass das gehen würde. Da muss ich noch das, irgendwas ins Rezept einbauen, dass da ein Verbrauchsmaterial dabei ist. Sonst ist das ja ultra ausnutzbar. Mal die da bitte. Nee, die meine ich. Ah, scheiße, wieder rein. Wir nehmen die dort. Scheinbar verlieren die hier Zug an Qualität. Nur 10, 83. So, wie sieht es denn eigentlich aus, wenn ich hier, zeig mal her, das Ding, Batteriebank, Statusfenster. Batteriereserven 6 Stunden 44 Minuten, nicht genügend Panels. Warum? Weil wir 6-mal Lichter haben und einen weißen Kühlschrank. Naja, gut, wir können ja aber noch ein paar Panels bauen. Dafür haben wir ja die Materialien. Irgendwo ist eine Kantine weggebackt. Wir haben auch irgendwo noch eine. Gut, mal angenommen. Nur mal angenommen. Ich möchte jetzt erstmal eine Runde schlafen. Und jetzt bin ich mal im Kopf dabei, mir zu überlegen, was brauche ich noch für die Solarpanels. Da brauchten wir Platten irgendwie und Schrauben und ich glaube hauptsächlich die Schrauben waren das Problem, ne? Aber die müssten da sein. Wir bauen einfach noch ein paar mehr. Und bauen die oben aufs Dach. Schrauben sind hier drin. Irgendwo. Ja, 28 Schrauben. Schachteln, das wird ja eine Weile reichen. So. Och, und hier nochmal 400. Ja, passt schon. Gut. Ja, also da waren wir jetzt hier gerade wieder live dabei, wie ich einen Exploit für meinen Mod hier gefunden habe. Toll. Da muss ich mir ja irgendwie mal eine kleine Notiz machen. Was finde ich denn, dass das Kabel verbraucht wird, wenigstens vielleicht. Das kann so dumm, ne? Ganz kurz mal aufhören hier. Pair. Batterie. Kabel verbrauchen. Weil dass das Ladegerät verbraucht wird, wäre natürlich Quatsch. Ja, das geht natürlich nicht, das kann ich nicht machen. Aber ich kann nicht einfach so eine Sache machen, die unendlich viel EP erlaubt. Ja, war kein gutes Balancing. Macht man nicht. So. Jetzt müssen wir hier mal gucken. Was brauchen wir noch? Ah, ich glaube, man brauchte noch Metallschrott, war. Quatsch, Elektroschrott. Im Kabel. Ja, mal gucken. Ist nicht so, als hätte man das nicht. Moment. Wetter, nee. Mal kurz. Solarpanel. Ja, Kabel und Elektroschrott brauchen wir. Ja, ist alles da. Muss ich bloß holen. Dann wieder hoch. Gartenarbeit habe ich mir auch vorgenommen und noch nicht gemacht. Und kochen müssen wir auch mal wieder hier, sonst fahren wir hier vom Fleische. Ah, geht noch. Ach Mann. Warum ist dieses Spiel so viel zu tun? Boden. Wäre auch ein bisschen besser, wenn das nicht so umständlich wäre mit dem Menü. Dass man einfach so ein Rezept sich merken könnte und der würde das kochen.
Ob man dafür Mod schreiben kann? Ey. Das wäre ja der Knüller. Ja. Die war mit dem Zettel, ein Rezept und dann Rechtsklick und der macht das. Der bucht das. Es müsste ein gewisses Maß an Automatisierung haben, falls die Zutaten nicht komplett sind oder so. Nee, da wollte ich nicht rein. Ich wollte Elektroschrott und Kabel haben. Gib mir mal, ui, ein bisschen viel war. Ja. Elektroschrott, ja, nimm. Das reicht für 10 Solarpanels, was hier drin ist. Theoretisch reicht das für 10 Solarpanels. Wenn ich nicht so viel Zeug dabei hätte. Können wir das machen? Nein, warum nicht? Wann mangelt's? Mangelt erstmal daran, dass ich das Rezept nicht finde. Da. Ah ja, man braucht 3 Metallplatten pro Dings. Okay. So. Ja, Tür. Mein Erzfeind. Muss ich auch mal irgendwie rausschmeißen. Ich trage Zeug mit mir rum ohne Ende. Da haben wir wieder ein paar Kalorien auf den Hüften. Und die können dann hier unten in den Waffenschrank. Hoffe ich. Ja, hier müsste rein. Rein. Oh, passt nicht. Ja. Schrotpatronen müsste ich doch jetzt auch rausgenommen haben. Ja, 4 Stück, wow. So. Erstmal nach unten und baue noch ein paar Solarpanels. Also bei dem Wetter bringen sie so nicht viel, aber ja, passt schon. Das passt schon. Wie sieht's aus? Eine Unordnung. Ich glaube, ich sollte auch mal eine neue Kiste bauen, für alte Teile kommen. Ja, okay. Containers, Crates und so. Danke, ist auch ultra lustig. Ich habe die ja da eigentlich stehen lassen, weil ich dachte so, ja, kann man sich mal draufsetzen. Als ob ich das jemals gemacht hätte. Mal noch da mal rein. Weiß ich wenigstens, was ist. So. Und das kann auch ziemlich. Was wollte ich? Solarpaneele. Ich verliere immer zu schnell einen Faden hier, ne? Halt doch jetzt. Woran fehlt's hier? 11 Stück. Ganz schön viel, ne? Mach erstmal nur so viel wie 8. Macht sowieso nicht 11. Weil er, weiß nicht, spätestens ab 5 kann er keine mehr tragen, genau. So. Das ist ja. Ja, will er nicht. Macht sich nämlich den Rücken kaputt. Oh, die sind aber groß. So. Fett kommt raus. Und jetzt haben wir mal. Wir machen einfach 8 Bodenmontierte davon. Dann dachte ich zumindest. Ja, komm, jetzt kannst du auch noch 3 davon machen, ist auch egal. Baller mal das Dach zu. So, Wand montiert ist, Boden montiert ist, hätte ich gerne. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Am Gewicht? Tatsächlich wahrscheinlich. Lass mal eins fallen. Oder denn das hat eine fallen, auch nicht schlimm. Ey!
Du hast bestimmt mal die Tür kaputt gemacht. Arschloch. Scheiße. Oh, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht was. So ein eins am anderen. So, jetzt haben wir ja eins. Kommt in den Rucksack. So. Noch eins. Zack. So, kommt in den Rucksack. Noch eins. In den Rucksack. Ja, und für mehr fehlt es anscheinend an Zeug oder was? Nee, geht's nicht. Muss noch gehen. Wisst ihr was? Nee, warte mal. Ja, eins noch. Okay. So, aber jetzt hätte ich gerne ein wandmontiertes und zwar noch drei. Oder vier? Wir gucken gleich. Vier. Vier ist gut. Ja. Kann ich nämlich eventuell, habe ich überlegt, hier ran. Ah, das sieht doch doof aus, oder? Wenn ich die hier so davor mache. Ich probiere es mal. Mal sehen, ob es überhaupt geht. Ob ich es verkabeln kann oder ob es schon zu weit weg ist. Das war ja toll. Hä? Was ist denn passiert? Fehlt dir die Wand? Oder ist das hier drunter irgendwie? Ja, vermutlich fehlt die Wand. Da ist es doch. Das ist ja seltsam. Das ist ja... Ah ja, das blendet es aus. Na gut. Dann gucken wir gleich mal. Aber wir können es anschließen. Ist schon mal schön. Oh, dauert nur ewig. Und 3 Tage. Da bitte auch anschließen. Ja. Ja. Ich hoffe, in der Zeit kommt kein Zombie. Knabbert noch den Rest der Tür kaputt. So. Da müssen wir da eine neue Wand hinbauen, einfach. Damit das nicht so doof aussieht. Ja, es gefällt mir so immer nicht ganz. Könnt ihr jetzt hier auch noch welche einstellen? Ja, komm, warum nicht? Ich meine, wir machen hier einen auf Redneck Survival und da können wir auch mal ein bisschen Solar-Panels anschließen. Das gehört dazu. So. Rot. Kann man übrigens auch runterstellen in den Mod-Einstellungen. Habe ich jetzt bloß nicht gemacht. Ist nicht so gut. Wir können ja die Zeit beschleunigen. Also es ist, passt jetzt schon. So. Nimm mal 4 Bretter. 3, 4. Ja. So. Ist das lustig, wenn ich das so mache? Eigentlich schon, wa? Kommt mal. Lass mich halt einfach hier ein bisschen gehen, sag ich mal, und machen, wie mir das in den Sinn kommt. Also. Ja. Ja, ruhig ein bisschen.
bisschen lustig durcheinander sein, alles. So, Solarpanel. Wo ist es denn jetzt hier? Da muss ich mich gleich nochmal um das Tor kümmern. Darf ich denn eigentlich schon Eisentore bauen? Nee, das braucht man mit Halbarbeit um 7. Das haben wir noch lange nicht. Ja, dann ist es jetzt so. Müsste ich mal jetzt wollen, eine Axt um das einzureißen. Zum Kotzen. Zum Kotzen. Ey, ich sollte nicht so viel rumfluchen, das ist nicht okay. Das bringt auch nichts. Wir lassen das jetzt erstmal da unten so. Ich repariere das gleich. Aber erst wenn die Solarpanels fertig sind. Ich brauche auch den Vorschlag, kann man dafür. Ah ja, genau. Hatte ich hier nicht einen Strick gemacht, um schnell aufs Dach zu kommen? Jo. So. Jetzt waren hier noch welche, noch 4 Stück. Hier oben wollte ich auch noch eine große Farm hinbauen, wo ich noch nicht zugekommen bin. So. Ergibt übrigens keinen Sinn, weil Süden ist ja in die Richtung. So rum müsste man die eigentlich hinbauen, die Solarpanels, wenn man jetzt hier auf Realismus angelegt hätte. Meine zeigen alle irgendwie nach Osten. Aber gut, erzähl mal, Kim. So. Zack. So. Schneller. Schneller. Plötzlich in meinem Flur die Elektrik verkabelt. Und das hat ähnlich lange gedauert. Also der Elektriker, der vor mir drin war, der hat da so einen Scheiß hier gebaut. Das war so unintuitiv, dass ich richtig durcheinander gekommen bin. Wenn es jedes Mal die Sicherung geflogen war, den blöden Wechselschalter gedrückt hat. Also wie sagt der Elektriker vor mir, der hat scheinbar nicht das Konzept von korrespondierenden Leitern verstanden. Und ich dachte, er hätte. Das wäre das Problem. Da kam eines durcheinander. Was ist das manchmal? So. Auf jeden Fall ein bisschen gedauert, bis in meinem Flur das Licht gebrannt hat. Aber nun geht's. Und das ist auch alles nach VDE-Norm. Nicht so wie vorher. Das ist echt eine Katastrophe, wenn man irgendwie so in alte Häuser zieht. Die Leute scheinbar so dachten, dass sie Ahnung hätten. So, jetzt möchte ich noch eine Sache machen. Die ist das Tor wieder ganz. Habe ich noch? Ja, das reicht noch ein bisschen. Mit ein bisschen Glück reicht das für eine Tür. Insofern zwei Türangeln dabei rausspringen. Sollte das gehen. Was ja noch mal. Blöde. Hier sind zwei Türangeln gut. Drei Bretter. Nur die ist gut. Buttermesser natürlich. So. Ja, wenn man das so macht mit dem Vorschlaghammer, geht es zwar mit einem Hit, aber man kriegt leider keine Materialien raus. Das ist auch ein bisschen albern ist. Lässt sich aber gerade nicht ändern. So.
Geht halt schneller, wenn man das so macht. So. Und wie gesagt, wie mein Mod gebaut ist, müsste ich es trotzdem geben, dass man die Tür einfach nur hinsetzt und genau. Weil das nicht aus der Tabelle fliegt, nur weil die Tür kaputt ging. So. Ein bisschen aufräumen hier. Hier drin sieht es auch aus. Das ist eine einsame Topfpflanze. Mal ein bisschen aufräumen. Wenn immer dabei sind. So. Was ist hier eigentlich noch? Na gut, nichts Nennenswertes. Ja. Da hoch. So, die Kollektoren sind jetzt alle angeschlossen. Ne, Pflanzen muss ich mir auch noch was überlegen, dass sie ein bisschen schicker drapiert sind. Das mache ich jetzt mal rein. Na, na. Das kann weg. 22.20 Uhr. 5 Bretter. Oh, wir haben schon lange keinen Bourbon mehr getrunken. Was denn nach? Boah, auf ins Bett. Ich sag's euch. Boah. Gut, Leute. Also, ihr kennt das Spiel. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut.